noch schaffen, erneut hier einen Nationenpreissieg zu erzielen, sondern wir brauchen ja die schützende Hilfe von Peter Frederiksen, gerade von einem der stärksten Reiter der Welt, der aber, und das gibt uns vielleicht noch ein ganz klein wenig Grund zur Hoffnung, in seiner ersten Runde doch wirklich richtig ins Straucheln kam. Und das Streichergebnis sogar war eben für die Schweden. Elizabeth Madden, Derry Lou. Null Runde von den beiden in Runde 1. Wobei das nicht von Anfang an so aussah, das muss ich sagen. Da hörte das sich eben ähnlich an wie jenes Geräusch, was wir jetzt da gerade haben vernehmen müssen. Das Geräusch bleibt noch ein klein wenig bestehen, aber die Situation, dass sie straffunkfrei bleiben und sind, ist immer noch. Man mag fast sagen, Klappern gehört zu seinem Handwerk. Entscheidend ist, was liegen bleibt. Und somit ist es erneut die Nullrunde für Elizabeth Madden. Und somit bleibt ja durch das Ergebnis von Nicole Shanahan-Simpson, das Ausscheiden, sind es da natürlich ein paar mehr Punkte geworden. 23. Und interessantes Ergebnis, 23 Punkte, komplett erzielt von Laura. Es gab zwei...